Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen. So, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Voll die coole Aussicht hier eigentlich. Jo. Schaut mal. Das ist am Potsdamer Platz. Sind die Berliner unter euch? Wir waren schon einmal hier in dem Hotel, als wir auf der Glow waren, glaube ich, letzte Mal. Genau, auf der Glow. Hier Roomtour im Schnelldurchlauf. Ja. Ah, das Badezimmer. Und wir haben jetzt aber nicht so wahnsinnig viel Zeit, weil wir um 3 Uhr einen Termin haben. Wir haben ein Treffen hier mit einer Firma und... Es ist schon 20 vor 2. Ja, und ich muss mich noch schminken und die Haare machen und umziehen, weil ich das nicht im Zug geschafft habe. Normalerweise mache ich das irgendwie immer im Zug. Immer ultra lustig. Ja, also ich finde es irgendwie zumindest lustig, so wenn die Leute vorbeigehen und ich sitze dann da mit meiner ganzen Schminke. Die liegt wirklich dann überall. Also da steht ein Spiegel, da liegen die Schminksachen, dann macht sie mit den Pinseln und so weiter. Aber es war eine echt super produktive Zugfahrt. Also die 4 Stunden sind so schnell vergangen. Ich saß eigentlich die ganze Zeit vor dem PC und habe so ein Media-Kit erstellt. Das ist so eine Sache, ich habe das so lange vor mir hergeschoben. Und irgendwie bin ich immer extrem produktiv im Zug, weil wenn man nicht produktiv ist, fängt man an, sich mega zu langweilen auf so langen Fahrten. Und deshalb, jo. Und du hast das Video geschnitten, ne? Genau. Dein Medizinstudium-Vlog und ein Thumbnail gemacht. So, ich habe gestern meine Schuhe gewaschen in der Waschmaschine, meine Sneaker, weil die halt eben, ne, total versaut waren. So, und dabei ist das hier passiert. Der Schnürsenkel ist kaputt gegangen. Also habe ich mir gerade am Bahnhof neue gekauft und habe die gerade reingemacht und stelle fest, der Schuh ist trocken. Der Schuh ist total nass. Wie zur Hölle kann das denn sein? Ich habe die doch gleichzeitig gewaschen. Was ist da passiert? Das ist der coolste Aufzug. Hört ihr das Vogelzwitschern? Ich fühle mich schon ganz beruhigt. Unser Meeting ist jetzt vorbei und es war auf jeden Fall cool. Wir treffen uns heute Abend nochmal mit denen und gehen essen. Mhm. Aber jetzt haben wir nochmal 4 Stunden Zeit und... Genau, gehen auch essen. Ja, es gab kein Mittagessen bisher. Ja, wir gehen jetzt zum Potsdamer Platz und gucken mal, was wir da so finden. Ja. So, ich habe Spargelsalat mit Erdbeeren. Irgendwie sind nur so 3 halbe Erdbeeren drauf, aber egal. Und du hast? Leber mit Zwiebeln. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Leber gegessen. Dann solltest du die mal probieren, die schmeckt echt gut. Wir sind wieder im Hotel angekommen. Ich wollte euch nochmal die Aussicht zeigen. Das ist nämlich echt mega cool hier. Seht ihr diese langen, ja, das was so aussieht wie, keine Ahnung, Stangen oder so. Das sind einfach Wippen. Jetzt ernsthaft. Vielleicht erkennt man das jetzt. So links und rechts kann man sich eigentlich hinsetzen und dann wippen. Wie witzig ist das denn? Seht ihr diesen einen Menschen da? Ich meine, das ist echt überdimensional. Das ist echt riesig. Da hinten waren wir übrigens gerade noch essen. Und ja, das Problem mit den Wippen ist leider nur, die haben da irgendwie so Ziegel hingelegt, sodass man jetzt nicht mehr wippen kann. Aber es sieht trotzdem cool aus. Und echt voll das schöne Wetter draußen. Ich glaube, ich habe mir auch gerade fast einen Sonnenbrand geholt. Wir saßen hier draußen, als wir gegessen haben. Und es hat schon alles so 40 Minuten gedauert und mein Arm war so draußen. Irgendwie war der dann noch ein bisschen rot. Aber wir sind jetzt wieder drin, weil eigentlich, ganz ehrlich, wir hatten so Lust, uns hier auf die Wiese zu chillen und da einfach weiterzumachen. Nur bei dem hellen Licht sieht man dann wieder so schlecht auf den Laptops. Und jedes Mal, wenn ich mir vornehme, draußen zu arbeiten, penne ich nach 15 Minuten ein, also. Jo, und wir liegen jetzt beide hier so im Bett rum, weil es angenehmer ist, als am Schreibtisch zu sein. Und ich schreibe hier gerade ganz viele Anfragen per Mail. Riecht nach Kaffee. Ich habe mir einen Kaffee. Ich habe dich doch gefragt, ob du willst. Ja, ich wollte auch nicht, aber ich... Kann dich nicht filmen. Henrik ist nackt. Eigentlich sieht es wirklich so aus. Eigentlich müsstest du bei diesem Moment dabei sein. Jetzt zieh dir ein T-Shirt an. Es sieht alles tatsächlich danach aus, dass wir das Haus kaufen. Wir haben schon die Baupläne, wir haben den Rest. Auszug vom Katasteramt zum Beispiel. Gut. Und Gebäudeversicherung, Nebenkostenabrechnung, sowas in der Richtung. Ja. Das Einzige ist nur, woran es scheitern könnte,
am 29. diesen Monats haben wir einen Termin mit einem Gutachter. Der schaut sich halt das Haus an und wie gesagt überprüft halt, ob der Keller, das Dach und die Leitungen und alles halt, ob das intakt ist. Ob es nicht so ist, dass das irgendwie eine versteckte Bauruine ist und dann mega die Kosten auf uns zukommen für die Sanierung und so. Mhm. Aber es sieht eigentlich alles nicht danach aus. Also genau. Es sieht wirklich mega schön aus. Nur wenn man halt so eine Investition macht, dann will man sich natürlich auch absichern. Zumal das Haus halt kein neues Haus ist, ja, sondern es ist alt. Und ja, bei Altbau sollte man vielleicht besonders genau hingucken. Genau, doppelt vorsichtig sein. Das heißt, alles hängt sozusagen von diesem Termin ab und drückt uns einfach die Daumen. Und wenn das halt nicht schief geht, dann machen wir die restlichen Termine, also halt beim Notar und dann, ja. Dann gibt es ganz viele Umzugsvlogs. Genau, und dann würden wir, also wir wissen auch schon, wann wir umziehen würden. Das wäre nämlich dann Anfang Oktober, Mitte Oktober irgendwie so, ja, weil die jetzigen Eigentümer halt noch bis Ende September da bleiben wollen. Genau, denn dann kommt nämlich auf uns zu, dass wir das Badezimmer komplett renovieren müssen. Also ja, kernsanieren oder wie komplett auch immer man das nennt. Also das ist jetzt ungefähr das hässlichste, ja, Badezimmer, das ihr in eurem Leben gesehen habt. Ja. Die Fliesen sind so grün-grau. Grün. Ja, und es gibt noch eine Holzvertäfelung. Und Schnörkel. Es sieht halt aus wie bei Oma. Ja, aber Horrorfilm-Oma. Also nicht die liebe, süße Oma, die der Kekse backt, sondern, weiß ich nicht, halt die Hänsel- und Gretel-Oma, die dich fressen will, ja, aber nicht im Zuckerkuchenhaus. Ja, die Eigentümer jetzt wollten das halt eigentlich auch neu, ja, machen, aber sie haben sich dann nie dazu entschlossen, weil sie den Rest umziehen, neu gemacht haben und weil sie jetzt umziehen. Genau. Ich bin schon sehr gespannt und das ist garantiert richtig, richtig viel Arbeit. Und alles, was wir so im Internet gelesen haben, alle Foren und so, die sagen, das wird eine mega Schweinerei und so. Also macht super viel Schmutz, diese Arbeiten. Jo. Deshalb sollte man das machen, bevor man richtig einzieht. Und ach, ja, wie machen wir das eigentlich, wenn die erst am 30. September sagen, wir ausziehen und wir dann sofort ein? Ja, müssen wir gucken. Eventuell halt noch ein paar Wochen länger in dem Haus jetzt bleiben. Mhm. Und dann halt gleichzeitig da renovieren, wenn die schon weg sind. Ja. Wenn sich das nicht anders machen lässt, ist vielleicht auch angenehmer. Ja, aber im guten Glauben sozusagen, dass das alles was wird, habe ich gestern irgendwie jedes Einrichtungsmagazin, das ich bei uns im Regal finden konnte, gekauft. Eigentlich nicht, es waren nur 3 und die hatten irgendwie 30, aber ich dachte 30. Echt, so viele gibt es. Die haben unglaublich viele, das glaubst du gar nicht. Auch so richtige DIY-Zeitschriften und so. Wusste ich auch nicht irgendwie. Ja, auf jeden Fall gucke ich schon. Hauptsache, wir haben das Haus noch eigentlich nicht gekauft, aber ich plane mir schon den Umzug. Ja, aber damit kann man auch echt nicht früh genug anfangen. Das stimmt, weil so wahnsinnig viel Zeit bleibt dann nämlich auch nicht. Das geht dann auf einmal so schnell. Jo. Jo, genau. Jetzt haben wir euch schon 7 Minuten vollgelabert. Deshalb würde ich sagen, machen wir nochmal unsere Sachen fertig, weil wir treffen uns in, wann hat er gesagt? 1,5 Stunden. Genau, in 1,5 Stunden schon wieder zum nächsten Treffen. Ich verstehe das nicht. Seid ihr auch so? Schreibt es mal in die Kommentare. Irgendwie in der Kamera sieht das nicht so chaotisch aus, aber es ist echt chaotisch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, überall liegt was. So sieht man es vielleicht besser. Ja, es fängt hier am Bett an. Da liegt was, da liegt was, da liegt was über dem Stuhl. Hinter dir der ganze Schminkkram. Oh, und ich wollte eigentlich noch Haare waschen, aber ich weiß nicht, wie ich mich dazu motivieren kann. Ich wasche mir auf jeden Fall die Haare, weil ich habe Gel drin. Du wäschst ja aber jeden Tag die Haare. Das stimmt. Ich finde das voll verrückt. Henrik sagt immer, er kann nicht duschen, ohne sich die Haare zu waschen. Ja. Das finde ich ganz seltsam. Ja, wenn ich den Kopf nicht nass mache, nee, das geht einfach nicht. Dann ist noch was Trauriges passiert heute. Ich habe auf meine weiße Jacke, die ich echt verdammt gerne habe, einen Riesenfleck gemacht. Und zwar richtig, boah, ich zeige euch das mal, pinken Kirschsaft. Vor allen Dingen, der Witz ist, sie hat einen Fleck in der Hose, sie hat einen Fleck in der Jacke und sie hat einen Fleck im T-Shirt. Also praktisch alles hat einen Fleck heute gehabt. Und das Schlimme ist, ich habe diese weiße Jacke gerade erst gewaschen. Und dieser blöde Kirschfleck geht im Zweifel nie wieder raus. Das ist wohl traurig. Hier. Ja. Sieht kleiner aus als in meiner Erinnerung. Es sieht aus wie Mäuseblut. Ich bin ja nicht die Wäschefee bei uns.
glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Wäsche alleine gemacht. Nicht mal eine Waschmaschine, das ist jetzt kein Witz. Das ist eigentlich mega traurig. Lass uns mal im nächsten Vlog irgendwie ein Special machen. Barbara macht Wäsche. Ja, okay, ich werde aber voll unter Anleitung. Ich habe absolut keinen Plan. Ich bin erwachsen und ich weiß nicht, wie man Wäsche macht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ja. Das ist echt witzig. Früher, als ich mit meinem Papa zusammen gewohnt habe, hat er immer die Wäsche gemacht. Ich habe halt andere Dinge gemacht. Ich habe Essen gemacht oder habe mal ein bisschen mehr geputzt oder so. Aber er hat immer die Wäsche gemacht und immer gebügelt. Und dann bin ich mit Henrik zusammengezogen und dann hat er das übernommen. Also bevor du jetzt hier in der Aufnahme einschläfst, würde ich sagen, gehen wir ins Bettchen, vorher aber duschen. Ja. Und schlafen. Gute Nacht in dem Sinne. Genau. Gute Nacht. Hallo Leute und guten Morgen. Es ist der andere Tag und wir sind noch im Hotel. Es ist relativ früh morgens. Wir haben auch noch nicht gefrühstückt. Aber wir gehen gleich los. Alles gut da hinten? Ja. Das ist der blaue Fleck gewesen auf meiner Hand. Ich habe einen blauen Fleck und ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Echt? Ja. Ich, das ist nicht hier. Ich war seltsam. Da. Hi. Ich mag es, wenn du Zöpfe hast. Auf jeden Fall, wir gehen gleich zu dem Google-Workshop und ich bin schon echt mega gespannt, was da rauskommt, was die einem so sagen, weil wir... Wer auch da ist. Genau, und wir kennen auch noch niemanden, der jemals dabei war. Das heißt, wir haben echt null Vorstellung und ich bin außerdem sehr gespannt, wie der YouTube-Space aussieht. Also das Gebäude da. Wird auf jeden Fall sehr cool. Ich hoffe, wir können da filmen. Ich will ja nur anmerken, ich bin schon längst gepackt, warte hier seit 10 Minuten. Und Henrik saß auf dem Pott. Die ganze Zeit saß du auf dem Pott. Und ich habe gewartet. Also, du bist noch nicht gepackt. Das ist teilweise wahr. Ja, ich saß die ganze Zeit auf dem Pott. Aber du hast nicht einfach nur auf mich gewartet, sondern du hast die ganze Zeit selber irgendeinen Kram gemacht. Ich habe eine Story gemacht, um mich irgendwie abzulenken, weil mir langweilig war. Außerdem ist das schon wieder so falsch. Überhaupt nur deshalb alles nach dem Frühstück machen, weil ich vor dem Frühstück Ewigkeiten auf dich warten musste, bis du geschminkt warst. Ready jetzt, Mr. Ehemann, gehen wir? Ja, ich bin schon fertig. Hab ich doch gerade gesagt. Na dann, los geht's. Bye bye Zimmer, ich mochte dich sehr gerne. Wir waren zwar nur ein paar Stunden hier. Aber egal. Boah, wir sind jetzt bestimmt eine halbe Stunde mit dem Taxi gefahren. Aber jetzt sind wir da. So Leute, wir haben es leider nicht auf die Reihe bekommen. Eigentlich hätten wir es auf die Reihe bekommen können, den ersten Workshop schon mal ein bisschen mitzufilmen. Ja. Aber wir durften nicht. Genau, da sind halt so die Inhalte, da wurde gesagt, die bitte nicht filmen. Aber was wir euch zeigen können, ist die Location, in der wir gerade sind. Und die Mittagspause. Und Essen. Die Mittagspause, genau. Okay, komm, wir fangen mit dem Wichtigsten an. Essen. Wir haben sogar einen Seminarhund. Das ist die Wilma. Ja, aber sie guckt gerade nicht. Wilma auf Instagram. Wie heißt sie? Die wilde Wilma. Die wilde Wilma. Ja, das passt. Die war heute sehr aufgedreht. Ich zeige euch mal so ein bisschen, wie es hier aussieht. Das hier heißt Set 1. Sehr gemütlich, wie ich finde. Ich nehme mal an, hier kann man was drehen, denn wenn man hier diesen langen Flur entlang geht, kommt man nämlich in den zweiten Raum, in dem man was drehen kann. Der ist so ein bisschen badezimmermäßig angehaucht, beziehungsweise ne, so Schultoilette oder sowas. Ist bestimmt gar nicht uncool. Und wie ihr seht hier, die Wände, die haben auch alle so eine Kulisse, das ist so aufgemalt, so eine Tapete. Und hier sind Fotos und eine Karte von der Berliner U-Bahn. Ja. Ein Konferenzraum und die Küche, wo wir alle sind. Und wir waren gerade in dem Raum. Da findet der Workshop statt. Und hier geht es dann auch noch weiter. Und zwar nicht nur zum Klo, sondern auch noch zu ein paar anderen Räumen. Ja. So, aber jetzt muss ich erstmal was essen. So Leute, mittlerweile ist es 2 gute Stunden später und ich wollte euch eben mal kurz den Seminarraum zeigen, weil wir gerade in so einer Halbpausensituation sind. Nicht so wirklich, eigentlich müssen wir arbeiten, aber... Sieht ein bisschen aus wie in der Schule, als wären ganz viele Kinder sitzen geblieben.
Okay. Ja, ich sag in der Schule, als wären Leute sitzen geblieben. So. Ja. Hier Leute, das will ich euch auch noch kurz zeigen. Das hier ist mein Platz. Das ist Barbaras Platz. Sie war wie in der Schule damals. Hendrik zieht immer runter. Ich glaube, wir haben mehr Pizza als Menschen. Hendrik hat schon gerade gesagt, das ist mega der Übergang. Ja, vom YouTube Space auf einmal puff im Rossmann. Im Berliner Hauptbahnhof. Wir sind auf jeden Fall auf der Suche nach Wasser für die Fahrt und Snacks. Hey, wieder von zu Hause aus. Boah, es ist 12:30 und ich hab mir... Boah, ich bin so doof. Ich hab mir so die Hand gestoßen. Und es hat nicht einmal einen vernünftigen Grund. Ich bin einfach nur so gegen das Auto damit geknallt. Und es tut so übelst weh. Also im ersten Moment dachte ich erst, irgendwas wäre gebrochen. Hier habe ich irgendwie auch einen blauen Fleck auf der Hand. Was ist da los? Aber das ist doch derselbe blaue Fleck. Ja, von heute Morgen. Der. Genau. Aber hier, der Knöchel. Siehst du nicht, wie rot der ist? Ja, aber das ist doch jetzt von deinem Bums. Ja, sag ich doch. Ja, nicht weinen. Und wir sind beide so müde. Das Schlimme ist, wir sind irgendwie auch voll hungrig. Ja, und ungeduscht. Also das bedeutet, man müsste theoretisch noch Essen machen, dann das Essen essen, dann sich duschen, dann erst fertig machen. Also bis man da im Bett ist, es dauert eine halbe Ewigkeit. Aber das Coole ist, wir haben uns heute vorgenommen, morgen auszuschlafen. Ja. Denn ich glaube, das letzte Mal ausgeschlafen, so richtig ohne Wecker und so, haben wir irgendwie in Santorini oder kurz nachdem wir zurückgekommen sind. Ich glaube in Santorini. Ja, also das ist auch schon wieder ein paar Wochen her. Ja. Also ich glaube, so geht es vielen, die selbstständig sind, dass man irgendwie auch am Wochenende einfach weitermacht. Ja, oder generell. Nee, ja, auf jeden Fall, da es jetzt schon so spät ist und wir so müde sind. Aber ich wollte euch noch wieder ein Cheese zeigen, nur kurz zeigen, dass ich ganz fleißig mitgemacht habe. Hier. Bei dem Workshop. Ganz viel mitgeschrieben. Ganz fleißig hat sie mitgeschrieben. Das war echt cool. Also es war mega interessant, weil halt so eigentlich nur so Leute da waren, die wir nicht kannten. Und jetzt die auch nicht mit Beauty oder so zu tun hatten, sondern so komplett andere Sachen gemacht haben. Das war mega lustig. Yeah. Zum Beispiel war einer da, der so einen Heavy-Metal-Kanal hat. Und einer, der einen Survival-Kanal hat, den ich übrigens auch mal hier auf dem Kanal, glaube ich, gezeigt habe, dass wir die Videos von ihm geguckt haben, irgendwie über die Alpenüberquerung oder so. Mhm. Ja. Ja, ich meine, das war voll cool. Da hatte ich selbst so meinen kleinen... Super nette Leute übrigens. Ja. Naja, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, bevor du allen ganz stolz deine Notizen präsentieren musstest, ist, dass wir mega müde sind und jetzt ins Bett gehen wollen und deshalb gute Nacht sagen. Gute Nacht. Also gute Nacht. Ciao. Bye. Zzz.